Das Thema heute Abend, bedingungsloses Grundeinkommen, ist ja ziemlich quer durch alle Medien gegangen im Zusammenhang mit der Schweizer Abstimmung Anfang Juni. Das heißt, vielleicht glaubt doch der eine oder andere, dass er inzwischen sehr gut darüber informiert ist. Es gab jede Menge auch Diskussionen, an denen man teilnehmen konnte, im Internet, im Fernsehen, also überhaupt in allen Medien. Auch die Süddeutsche hat sich intensiv damit befasst. Und insofern spare ich mir es jetzt zu erklären, was ein Grundeinkommen ist. Ich gehe auch nicht jetzt auf die Nachteile ein, kenne ich leider keine. Vorteile auch nicht, da reicht die Stunde nicht. Also die mir dazu einfallen. Und da ich ja das Ganze irgendwo auch in einer Stunde, damit wir diskutieren können, durchbringen möchte, habe ich mich auf Themen begrenzt, von denen mir scheint, dass sie entweder interessant oder besonders relevant sind. Der erste Teil, da geht es darum, einmal Definition und Abgrenzung und die Aussage, was ist ein Grundeinkommen. Mir selbst ging es so, als ich zum ersten Mal davon gehört hatte, hatte ich auch gemeint, ich habe das in der Sache verstanden. Ich befasse mich seit 10 Jahren damit, aber ich habe Jahre gebraucht, um zu verstehen, was ist vom Wesenskern, was eigentlich das Grundeinkommen ausmacht. Also jetzt technisch gesehen, die Implementierung. Und hier gibt es enorm viele Missverständnisse, sowohl unter Gegnern des Grundeinkommens wie auch unter Befürwortern. Das geht da quer durch und da scheint mir es ganz sinnvoll, ein bisschen zu erklären, was es in der Sache ist. Das wäre also der erste und zweite Teil. Der dritte, die häufigsten Einwände oder befürchtete Probleme. Gerade Skeptiker meinen ja, dass hier auch einiges schieflaufen kann. Und ich habe auch gleich ein paar Antworten darauf. Das, was man so in den Medien immer wieder wahrnehmen konnte, auch in der Schweiz gab es ja auch, es gibt ja immer Zweifel, ist sowas machbar, umsetzbar. Die Umsetzbarkeit ist also auf jeden Fall ein Thema. Es wird von einigen bestritten, manche sagen, überhaupt kein Problem. Um jetzt mal zu wissen, wie tief ich auf einzelne Kritikpunkte eingehen soll, habe ich mir gedacht, gerade zu zwei Dingen, also die Umsetzbarkeit oder die Machbarkeit, frage ich einfach mal auch im Publikum, wer hat denn eigentlich Zweifel daran, dass es machbar, also finanzierbar ist? Einfach für mich, um festzustellen, wie tief ich da einsteigen muss. Durch Handheben. Also zwei Zweifel an der Finanzierbarkeit. Gar nichts, hatte ich mehr erwartet. Okay, danke. Der zweite Kritikpunkt, das sind die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Und damit verbunden natürlich auch die Wertschöpfung. Das heißt, einmal die banale Frage, wer arbeitet dann noch? Und wenn keiner mehr arbeitet, wer soll eigentlich dann die Werte schaffen, die hier mit dem BGE verteilt werden? Da hätte ich jetzt auch mal eine Frage. Mit so einem Grundeinkommen, Größenordnung 1000 Euro im Monat, wer könnte für sich sagen, dass er da nicht mehr arbeiten würde? Einer. Normalerweise der Prozentsatz höher. Also ich bin gelegentlich bei so einer Bodenzeitung mit dabei. Da gibt es schon auch eine gewisse Anzahl von Leuten, die sagen, sie sehen das nicht nur skeptisch, sondern sie würden auch selbst dann praktisch auf Erwerbsarbeit verzichten. Es ist auf jeden Fall, auch wenn jetzt hier die meisten nicht zustimmen, ist es ein Kritikpunkt. Oft sogar der wesentlichste Kritikpunkt. Vielleicht solltest du noch fragen, wer im Augenblick in Erwerbsarbeit tätig ist. Ach so, das klar, natürlich, ein Rentner hat ja schon ein Grundeinkommen, ja. Aber ich hätte trotzdem mit mehr Zustimmung da gerechnet. In dem Zusammenhang wird auch der Wert der Arbeit diskutiert, dass also mit einem BGE Arbeit entwertet wird, das, was also Arbeit für den einzelnen Menschen bedeutet, ist ja nicht nur, dass er seinen Lebensunterhalt bestreiten kann, sondern auch Anerkennung, soziale Integration und ähnliche Dinge. Und von Kritikern wird hier doch einiges bezweifelt, dass es mit dem BGE eine Entwertung der Erwerbsarbeit käme. Der letzte Punkt, die Zukunft des Sozialstaats. Es gibt nicht nur von den Seiten der Gegner, sondern auch der Befürworter gibt es manchmal die Einstellung, dass mit einem BGE alle Sozialleistungen entfallen würden.
auch, dass es notwendig wäre, sämtliche Sozialleistungen zu streichen, denn darüber würde ja das BGE finanziert. Da gehe ich auch noch drauf ein. Zuerst mal zur Definition. Also ganz wichtig ist, dass man sich darauf verständigt, was eigentlich ein Grundeinkommen ist. Und da gibt es von einem Netzwerk Grundeinkommen, das ist der Zusammenschluss, wenn man so will, aller Initiativen in Deutschland, also alle, die an diesem Thema engagiert arbeiten. Und diese Definition lautet: Ein Grundeinkommen ist ein Einkommen, das eine politische Gemeinschaft bedingungslos jedem ihrer Mitglieder gewährt. Es soll, das sind vier Punkte, die Existenz sichern und gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen, einen individuellen Rechtsanspruch darstellen, sowie ohne Bedürftigkeitsprüfung und ohne Zwang zur Arbeit oder zu anderen Gegenleistungen garantiert werden. Das Grundeinkommen wird an Individuen anstelle von Haushalten gezahlt. Also schon mal ein Unterschied zu diesen Sozialleistungen wie Hartz IV, ALG II, Grundsicherung im Alter und ähnliches. Es steht jedem Individuum unabhängig von sonstigen Einkommen zu, also egal was und wie viel man sonst verdient. Und es wird gezahlt, ohne dass eine Arbeitsleistung, eine Arbeitsbereitschaft oder irgendeine andere Gegenleistung verlangt wird. Dazu mal Folgendes: Existenzsichernd bedeutet unter anderem auch, dass das Grundeinkommen, ist es meine Überzeugung, ist nicht so ganz allgemein Verständnis unter allen BGE-Befürwortern, aber dass das Grundeinkommen den Beitrag zu einer Krankenversicherung enthält, implizit auch die Pflegeversicherung. Und dass nach dessen Abzug ein verfügbares BGE von zurzeit mindestens 900 oder können wir auch 1000 sagen, also diese Größenordnung, das ist so das Verständnis, was man gerade unter Existenzsichern sieht. Unverzichtbar ist die Krankenversicherung deshalb, da die Krankenversicherung heute an den Beruf gekoppelt ist. Wer keine Erwerbstätigkeit hat, hat auch kaum eine Chance, außer privat, also zu vernünftigen Kosten krankenversichert zu sein. Er muss das alles selbst zahlen, auch diesen Arbeitgeberanteil. Und sollte das jemand aus einem BGE, das er existenzsichernd sein soll, daraus bestreiten, würde das BGE heute bei den Gegebenheiten, gerade in der privaten Krankenversicherung, eigentlich weitgehend draufgehen. Das heißt, nimmt man mal an, dass so etwas wie eine Krankenversicherung heute, wenn sie gleichmäßig von allen bezahlt wird, mindestens in der Größenordnung 300 Euro pro Monat kostet, fängt also ein BGE, das existenzsichernd sein soll, bei 1200 Euro an. In der Diskussion wird oft über 1000 gesprochen. 1000, da meint man mehr oder weniger eine Größenordnung für das, was netto übrig bleibt. Aber tatsächlich zu finanzieren ist natürlich einiges mehr. Dann zu dieser Definition nochmal. Alle angeblichen Grundeinkommenmodelle, es gibt da nicht wenige, die diese Bedingungen des Netzwerks nicht vollständig erfüllen, beschreiben demnach keine bedingungslosen Grundeinkommen und sollten aus der BGE-Diskussion herausgehalten werden. Also in einem Streitgespräch hat es keinen Sinn, dass man über Modelle diskutiert, die eigentlich nach dem Verständnis der Grundeinkommenbefürworter gar kein BGE sind. Insbesondere sollte man auf diese Kritik an solchen Modellen gar nicht eingehen. Also es ist müßig, über Dinge zu reden, über Themen, die sich an dieses Thema versuchen anzuhängen, die aber im Prinzip kein Grundeinkommen beschreiben. Man findet sehr viel Kritik an der Idee des Grundeinkommens im Internet, gerade formuliert auf Modelle, die jetzt darunter fallen. Es gibt zum Beispiel die Kritik, dass es auch ein neoliberales Grundeinkommen gäbe. Nach dieser Definition gibt es es nicht. Denn sobald ein Modell nicht dieser Definition entspricht, ist es kein bedingungsloses Grundeinkommen. Wenn es entspricht, ist es nicht neoliberal. Das hängt damit zusammen, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen immer eine erhebliche Umverteilung von oben nach unten bewirkt. Also wenn diese Existenzsicherung gewährleistet ist, wenn berücksichtigt wird, dass Individuen das Grundeinkommen erhalten und nicht irgendwelche Lebensgemeinschaften, Bedarfsgemeinschaften und so weiter.
Und so, sobald es zu einer erheblichen Umverteilung von oben nach unten kommt, kann es nicht neoliberal sein, denn die Definition von neoliberalen Konzepten ist eigentlich immer eine Umverteilung von unten nach oben. Das ist das Wesen eines neoliberalen Konzepts. Jetzt zum zweiten Punkt. Was ist das bedingungslose Grundeinkommen eigentlich? Am Anfang ist man geneigt, es für eine Sozialleistung zu halten. So etwas wie eine Alternative, ein neues Hartz IV, ein Ersatz für ALG II, für Grundsicherung im Alter. Steuerfinanzierte Sozialleistungen werden aber nach dem Kriterium Bedürftigkeit gewährt und das BGE erhält jeder ohne Bedingungen und ohne Bedürftigkeitsprüfung. Das BGE ist keine Sozialleistung und ersetzt daher auch keine Sozialleistungen. Das Grundeinkommen, was es wirklich ist, ist eine für alle Bürger gleich hohe Steuererstattung. Und zwar egal in welchem Modell. Also es gibt ja da Modelle, die auf Einkommensteuer basieren oder ob sie auf Mehrwertsteuerfinanzierung gehen. Es ist letztendlich immer eine Steuererstattung. Und zwar eine Steuererstattung, die für jeden gleich ist. Es steht also dahinter ein alternatives und auch gerechteres Steuerkonzept. Wir kennen heute Einkommensteuer als prozentualen Anteil vom Einkommen. Das heißt, auch wenn der Steuersatz für alle gleich ist, zahlt jeder einen anderen Steuerbetrag, nämlich proportional zur Höhe des Einkommens. Das gilt für alle zu versteuernden Jahreseinkommen oberhalb von ca. 53.000, nämlich ab da, wo der Spitzensteuersatz gilt, also es keine Ermäßigung gibt. Alle Einkommen darunter aber werden mit ermäßigten Steuersätzen besteuert und die ersten 8.652 werden gar nicht. Es gibt einen Grundfreibetrag, der diesen Betrag an Jahreseinkommen ganz von Steuern freistellt. Damit werden Geringverdiener angeblich entlastet. Betonung ist auf angeblich. Tatsächlich ergibt sich eine Steuerentlastung von 0 Euro bei Einkommen von 0 Euro bis ca. 1.115 bei allen Einkommen über 60.000 Euro, also wer über diese 53.000 zu versteuerndes Einkommen kommt. Die Grafik, die hier dargestellt ist, zeigt das, was wir heute kennen, die blaue Kurve. Ich weiß nicht, ob man Zahlen lesen kann. Das sind Grenzsteuersätze. Das heißt, der Steuersatz ab zu versteuerndem Einkommen von 53.000, der ist offiziell 42%. Also auf alles, was ab da verdient wird, 42%. Tatsächlich kommt da der Solidaritätszuschlag drauf, der auch eine Steuer ist. Also es ist Unsinn, den Solidaritätszuschlag hier rauszulassen. Insofern ist der Spitzensatz nicht 42, sondern 44,31%. Diesen Steuersatz zahlt man allerdings immer nur, also den Grenzsteuersatz, für Einkommen oberhalb dieser Grenze. Darunter zahlt jeder, auch derjenige, der ein sehr hohes Einkommen bezieht, natürlich weniger. Und diese dunkelrote Kurve, die gibt die effektive Versteuerung bezogen aufs Einkommen an. Und diese Kurve ist relevant und die vergleiche ich auch an später mit der Belastungskurve bei einem BGE. Die sieht auch ganz anders aus. Das heißt, wer den Spitzensteuersatz erreicht, ist tatsächlich erst bei einem Steuersatz von so von 27 bis 29%. Also die effektive Besteuerung liegt in der Regel weit runter. Diese Kurve nähert sich den 42% irgendwo im 100.000 oder Millionenbereich nähert sich an, aber im relevanten Bereich ist sie immer deutlich niedriger. Vielleicht Verständnis. Wieso werden erst Leute über 60.000 dann um 1.115 Euro entlastet? Wenn man heute im Internet so Steuertabellen sich anschaut, oder man kann es ja sich ausrechnen lassen, dann stellt man fest, dass es erst bei 60.000 anfängt. Das hängt an all diesen Freibeträgen und Vergünstigungen, die schon von vornherein mit reingerechnet sind. Zum Beispiel, es gibt auch einen Werbekostenfreibetrag und Ähnliches. Und gemeint ist ja auch
hier, also mit den 60.000, 53.000 zu versteuerndes Einkommen. Das ist schon mal, das reale Einkommen ist dann schon mal auf jeden Fall höher. Also wer heute 5.000 Euro im Monat verdient, erreicht diesen Spitzensteuersatz. Also, die steuertechnische Alternative zu Freibeträgen und ermäßigten Eingangssteuersätzen ist eine für alle Bürger gleich hohe monatliche Steuererstattung. Was ich jetzt hier Steuererstattung nenne, ist Grundeinkommen. Also, aber ich bezeichne es mal als Steuererstattung, weil es technisch eine Steuererstattung ist. Es wird auch als Steuerabsatz oder Steuerabzugsbetrag bezeichnet. Dabei wird anstelle von Steuerfreibeträgen und allen weiteren Steuerermäßigungen ein einheitlicher Betrag an jeden Bürger ausbezahlt, so als Steuerrückzahlung. Dies gilt anstatt nicht zusätzlich zu den heutigen Steuerermäßigungen. Dafür werden ausnahmslos alle Einkommen mit dem vollen Spitzensteuersatz besteuert. Dieses Prinzip, das ist das Interessante, ist keineswegs neu. Es hat sich seit Jahrzehnten bewährt. Ich gehe mal davon aus, das Kindergeld, wie Kindergeld berechnet wird, kennt jeder. Das Kindergeld oder eigentlich eine bessere Bezeichnung, Kindergrundeinkommen. Hier gibt es sogar anschaulich die Gegenüberstellung beider Alternativen zur Auswahl. Der einzelne Steuerpflichtige kann wählen zwischen dem Kinderfreibetrag als Steuerfreibetrag, der wiederum abhängig von der Einkommenshöhe einen monatlichen Steuernachlass von 0 bis 272 Euro bietet. Also Leute mit sehr hohem Einkommen bevorzugen natürlich diese Variante, bekommen deutlich mehr als das normale Kindergeld. Oder dem Kindergeld, das eine einheitliche Steuererstattung für alle in Höhe von 190 Euro ist, unabhängig von Einkommen und Steuerschuld. Auch wer gar keine Steuern zahlt, erhält monatlich 190 Euro Steuererstattung für jedes Kind. Und dieses Prinzip, eine Steuer, die für alle gleich ist, ohne jeden Vorteil, ohne jede Ermäßigung, ohne Eingangssteuersätze, ohne Freibeträge. All die Ermäßigungen zu ersetzen durch einen festen Betrag, der für alle gleich ist, dieses Prinzip ist heute bereits beim Kindergeld realisiert. Und es ist eigentlich genau das Prinzip, das das Grundeinkommen erklärt und das auch erklärt, warum ein Grundeinkommen finanzierbar ist. Die Gegenüberstellung zeigt klar die Vorteile beider Steuermodelle für unterschiedlich hohe Einkommen auf. Freibeträge und niedrige Eingangssteuersätze begünstigen nicht, wie man meint, jetzt die niedrigen Einkommen, sondern hohe und sehr hohe Einkommen. Eine für alle gleiche Steuererstattung begünstigt niedrige Einkommen. Zum Beispiel der aktuelle Grundfreibetrag von 8.652 Euro, das gilt für dieses Jahr, der führt zu einem monatlichen Steuernachlass von 0 Euro bei denen, die nichts verdienen, und von 342 Euro bei Spitzeneinkommen, also bis dahin. Beim Kindergeld ist es so, das Finanzamt berechnet automatisch, was die bessere Lösung ist. Und zwar ist es ungefähr ab 3.500 Euro Einkommen, ist der Freibetrag vorteilhaft, also über 3.500, und drunter ist das Kindergeld vorteilhaft. Würde man diese Wahlmöglichkeit nicht bieten, sondern nur Kindergeld anbieten, also auch wie auch nur ein BG, dann könnte das Kindergeld natürlich höher sein. Weil nur diejenigen, die heute mehr bekommen, also einen höheren Steuernachlass als die 190, das Kindergeld könnte bei gleichen staatlichen Ausgaben deutlich über 200 Euro statt bei 190 liegen. Und für mich ist das Kindergeld einfach das Anschauungsbeispiel, um zu erklären, wie diese zwei Steuerprinzipien gegenüberstehen. Ich habe dazu eine interessante Verständnisfrage gestellt. Ja? Könntest du nochmal die vorherige Folie ändern? Ja. Da steht, der aktuelle Grundfreibetrag von so und so viel Euro pro Jahr führt zu einem monatlichen Steuernachlass von 0 Euro bei den Geringverdienern. Aber ja, das ist ja klar, die zahlen ja auch keine Steuern. Ja, sie zahlen trotzdem Steuern. Und zwar sämtliche Steuern, die heute bezahlt werden, ob Mehrwertsteuer oder Lohnsteuer oder Einkommensteuer, das sind
Diese Steuern werden von den Unternehmen mal abgeführt, also nicht vom Einzelnen, das Unternehmen führt die ab. Aber das Unternehmen bekommt diese Beträge wieder erstattet, wieder ersetzt im Verkaufspreis für Produkte und Dienstleistungen. Das heißt, sämtliche Steuern, da macht es keinen Unterschied, ob es eine Mehrwertsteuer ist oder eine Einkommensteuer oder Lohnsteuer, sämtliche Steuern werden letztendlich vom Verbraucher bezahlt. Und auch derjenige, der kein Einkommen hat oder der heute von ALG II leben muss, ist auch Verbraucher. Und in dem Augenblick, in dem jemand konsumiert, wird tatsächlich Steuer bezahlt. Solange ich eine Ware, die ich gekauft habe, weiterverkaufe, bekomme ich in dem Preis, den ich dafür erhalte, ja die Steuer, die ich beim Kauf bezahlt habe, also die im Kaufpreis mit enthalten ist, bekomme ich sie ja wieder erstattet. Erst der Endverbraucher, wie bei der Mehrwertsteuer auch, erst der Endverbraucher zahlt alle Steuern. Und insofern ist es nicht ganz korrekt zu sagen, derjenige, der kein Einkommen hat, zahlt keine Steuern, da sämtliche Steuern über die Güterpreise und Dienstleistungspreise bezahlt werden, bezahlt er sie letztendlich auch. Und das ist auch so die Grundidee des sogenannten Mehrwertsteuermodells, also dass man ein Grundeinkommen über Mehrwertsteuern finanziert. Da steht auch die Theorie im Raum, sämtliche Steuern sind in den Preisen enthalten und das Grundeinkommen ist nichts anderes als eine Erstattung der Steuern für die ersten 2000 Euro, die ich ausgebe. Beim Kindergeld ist es ganz ähnlich. Das Kindergeld bekommt ja auch jemand, der kein Einkommen hat, genauso. 8.652 lese ich da. Das sind pro Monat 721. Das ist der Freibetrag, ja. Freibetrag. Mhm. Die kriegen doch aber nur die Erwerbstätigen. Nein, nicht nur Erwerb, jeder, der Einkommen hat. Alle auf alle ja, Einkommen. Jeder, Einkommen jeder hat. Der Einkommen hat. Aber auch jeder, der kein Einkommen hat, der hat noch nichts. Der hat, wer ein niedrigeres Einkommen hat, der bekommt das nur anteilig. Und der Freibetrag, das ist ja nur die erste Stufe. Das ist die erste Stufe mit null Steuern. Dann fängt sie an mit 14% Steuern, das, wie ich in der Grafik vorhin gezeigt habe, das wächst langsam an. Und diese Steuervorteile, die kumulieren sich. Und das kommt im nächsten Bild zum Vorschein. Ich habe eben mal eine Tabelle gemacht, die Bruttoeinkommen erstmal in Tausenderschritten und dann größer, von 0 Euro bis 12.000. Dafür ist heute dieser Steuerbetrag zu zahlen. Also natürlich zahle ich mit 0 Euro Einkommen 0 Euro Steuer. Bei 1.000 Euro zahle ich 2 Euro Steuer, sieht ja mal ganz sozial aus. Bei 2.000, das wächst hier in diesem Bereich. Das ist also was heute an Steuern bezahlt wird, unter Berücksichtigung von Steuerprogression, also ermäßigte Steuersätze und allen Freibeträgen. Wenn man nun überlegen würde, all diese Ermäßigungen abzuschaffen und diesen maximalen Steuersatz, der so ab 6.000 etwa bezahlt wird, also für alle Einkommen, die drüber sind, wenn man sämtliche Einkünfte mit diesen 44,31% besteuern würde, dann würde es so aussehen. Das heißt, mit 1.000 Euro würde man 443 Euro Steuern bezahlen. Hier dann bei 2.000 das Doppelte und bis darunter. Ist also in allen Fällen ist es deutlich mehr. Die Idee des Grundeinkommens, also hier ist die Differenz. Die Differenz bedeutet im ersten Fall 0, ist klar. Hier wird 441 mehr bezahlt, also immer was mehr bezahlt wird. Und man sieht schon, ungefähr ab 6.000 bleibt das gleich. Das heißt, auch jemand, der im Monat 1 Million verdient, hat durch diese Konstruktion mit Freibetrag und Steuerprogression immer eine Steuerersparnis von 1.115 Euro. Für alle, die also jetzt mehr als 6.000 Euro verdienen, könnte man einfach eine Flat Tax einführen und sagen, alles was dein gesamtes Einkommen, also auch Bankguthaben, die heute mit 25% besteuert werden, oder der Freibetrag, Versparer, Freibetrag, kann man alles weglassen. Wenn alles mit 44,31% besteuert würde und man würde jedem 1.115 Euro zurückgeben, würde sich für diese Leute hier nichts ändern. Das zeigt die nächste Grafik.
Das ist also die Differenz, die jemand heute mehr zahlen müsste. Wenn man aber genau diesen Betrag hier jedem erstatten würde, würde das Ganze so aussehen. Das heißt, wer kein Einkommen hat, würde mit dieser Steuererstattung mal diese 1.115 bekommen. Das Ganze geht runter. Hier wird immer, bei 2.000 wird immer noch was ausbezahlt. Hier wird ja schon Steuer bezahlt. Hier an dem, da wird 209 bezahlt, hier würde 229 ausbezahlt. Und was man feststellen kann, ab hier, das was blau markiert ist, das wird identisch. Das heißt, wenn sämtliche Einkünfte mit dem Spitzensteuersatz besteuert werden und jeder Bürger 1.115 Euro zurückbekommt, würde sich ab 6.000 Euro Einkommen überhaupt nichts ändern. Aber durch dieses Prinzip würden natürlich alle, die weniger haben, heute weniger haben, mehr bekommen. Was hier nicht funktioniert, hier gibt es sehr viele Bürger, die wesentlich mehr, also mehr oder wesentlich mehr bekommen, aber niemand, der weniger hat. Dadurch ist so etwas nicht finanziert. Wenn man das jetzt ins Gleichgewicht bringen möchte, kann man an zwei Stellschrauben drehen. Entweder man erhöht den Steuersatz, zum Beispiel auf 50% oder noch mehr, oder man senkt diesen Betrag ab, also diese 1.115 auf 1.000 oder auf 900, oder man kombiniert die beiden Dinge miteinander. Und sobald man anfängt, das zu kombinieren, also diesen Steuersatz etwas anhebt, diesen Betrag ein bisschen absenkt, verändern sich natürlich die Werte. Das heißt, der Vorteil hier ist nicht mehr so groß, der ist noch 1.000. Und hier, also er wird geringer. Andererseits wird es hier mehr an der Stelle. Das heißt, es gibt auf jeden Fall unter allen Rahmenbedingungen gibt es eine Kombination von Steuersatz und Grundeinkommen, die finanzierbar sind. Einfach deshalb, weil alle, die über einer bestimmten Grenze sind, das finanzieren, was drunter ist. Und das Prinzip ist letztendlich, diese Steuererstattung als Grundeinkommen bleibt zu 100% demjenigen erhalten, der kein Einkommen hat. Es bleibt demjenigen ein Teil erhalten, der Einkommen bezieht, aber noch kein hohes Einkommen durch diese Gegenrechnung, und die Finanzierung findet bei höheren Einkommen statt. Praktisch Zahlen, also Zahlen aus 2015 sind folgende. Das Volkseinkommen war 2015 insgesamt 2,26 Billionen, also 2.260 Milliarden Euro. Das ist nicht das Bruttoinlandsprodukt. Das Bruttoinlandsprodukt ist deutlich höher. Da stecken Abschreibungen und Ähnliches drin. Unter Volkseinkommen versteht man die Summe aller Löhne, aller Gehälter und aller Unternehmensgewinne. Also das, was tatsächlich an Einkommen verteilt wird. Die Einnahmen 2015 aus der Steuer sind 290 Milliarden. Das heißt, im Schnitt wurde das gesamte Volkseinkommen so ungefähr mit 12% besteuert, im Schnitt. Der Schnitt liegt deswegen so tief, weil dieser Grundfreibetrag, den ja jeder Bürger erhält, also 66 Millionen Erwachsene erhalten ja diesen Freibetrag, und auch die Steuerermäßigung, die ja dann immer noch stattfindet bis zum Spitzensteuersatz, die macht so viel aus, dass eben letztendlich heute ein durchschnittlicher Steuersatz von 12% rauskommt. Würde man jetzt allerdings hergehen und diese Zahl, die einfach nur sich bildet aus dem heutigen Spitzensteuersatz plus Soli, wenn man damit das Einkommen 2015 besteuert hätte, also ohne alle Ausnahmen, dann 44,3%, sind ziemlich genau eine Billion. Also das ist eine krumme Zahl, aber es kommt sehr nahe dran an eine Billion. Aus einer Billion Grundeinkommen, da ist noch zu berücksichtigen, wenn ich ein Grundeinkommen auszahle, dann fällt natürlich letztendlich ALG II weg, Grundsicherung im Alter fallen weg, das Kindergeld, das heutige, wird dagegen gerechnet, irgendwie andere Familienmaßnahmen und einiges. Und das kumuliert sich auf, je nachdem wie man rechnet, auf 90 Milliarden bis 170 Milliarden. Also wenn man vorsichtig rechnet, landet man vielleicht sehr vorsichtig bei 90, im anderen Fall bei 170 Milliarden. Und aus dieser Konstellation heißt es, mit diesen Zahlen von 2015 wäre bei diesem Steuersatz ein BGE finanziert gewesen von monatlich 900 bis 1.000 Euro.
Das ist eine einfache Rechenaufgabe, also heute mit dem Taschenrechner kann man das nachrechnen. Damit wäre jetzt die erste von diesen kritischen Fragen, ist ein BGE überhaupt finanzierbar? Eigentlich beantwortet. Es ist grundsätzlich finanzierbar, auch in existenzsichernder Höhe. Jetzt kommt noch ein Punkt dazu, den ich vorhin schon mal erwähnt hatte, nämlich mit 900 bis 1000 Euro, da steckt keine Krankenversicherung mit drin. Das heißt, ich brauche eigentlich ein wesentlich höheres Grundeinkommen, 1200, 1300 oder 1250. Und wenn ich heute mal anschaue, ist der Krankenversicherungsbeitrag, allein der Arbeitnehmeranteil, der macht heute Kranken- und Pflegeversicherung zusammen 8-10% aus. Je nachdem, wie viel Eigenbeteiligung man hat, was man reinrechnet. Wenn man diese 8-10% als Prozente auf 44% aufschlägt, dann landet man bei 52-54%. Und aus dieser Steuer, das heißt aus einer Steuer von 52-54%, ist ein Grundeinkommen von 1200, 1250 Euro finanzierbar. Dass der Spitzensteuersatz eigentlich für alle Einkommen gelten sollte. Ja, für jedes Einkommen. Ja. Es ist auch sehr einfach, an der Quelle zu erheben. Das heißt, auf jedes Bankguthaben, auf jede Aktiendividende, auf Mieteinnahmen, auf Löhne, Gehälter, wird grundsätzlich der Spitzensteuersatz abgeführt. Und die gegenläufige Rechnung ist, dafür wird, beim Kindergeld ist ganz genauso, wird ein Betrag überwiesen, der einen Teil von dem kompensiert oder überkompensiert. Also entweder wird ein Teil kompensiert oder überkompensiert oder es wird nicht ausreichend kompensiert. Das ist die Idee, die hinter dem Grundeinkommen steckt. Ich hätte auch noch eine Zwischenfrage. Und zwar die Sozialabgaben, die sind ja bleiben die dann erhalten? Sozialabgaben, der Begriff ist natürlich schon ein bisschen interessant. Ich weiß nicht, was sozial ist an Sozialabgaben, aber sie heißen so. Sozialabgaben ist einmal die Krankenversicherung. Der Krankenversicherungsbeitrag, der entfällt natürlich, da er im Grundeinkommen enthalten ist. Das heißt, statt einem Krankenversicherungsbeitrag von 8 oder 9%, zahlt man 8 oder 9% mehr Steuern. Man bekommt dafür ein Grundeinkommen, von dem der Krankenversicherungsbeitrag sofort abgezweigt wird. Das heißt, egal ob man privat oder gesetzlich versichert ist oder sonst wo, das Finanzamt würde letztendlich das Grundeinkommen, also wenn die Beträge so sind, 900 plus 300, würde 900 Euro Grundeinkommen dem Arbeitnehmer oder den Bürger überwiesen und 300 gingen an die Krankenkasse, die er beim Finanzamt genannt hat. Es kann eine private sein, keine gesetzliche Krankenkasse sein. Die Idee einer Steuer, natürlich erschreckt man, wenn man hört 52% Steuer, 54%. Aber was wir heute haben, wir haben außer der Steuer, haben wir Sozialabgaben für die Krankenversicherung insgesamt, also zusammengerechnet kommt es auf 18%, bei der Rentenversicherung in einer ähnlichen Größenordnung. Das heißt, jemand, der beispielsweise als Freiberufler beschäftigt ist, kriegt es ja direkt wahr, weil der Arbeitgeber ihm das Gesamte, also auch den Arbeitgeberanteil, auszahlt und er sehr hohe Beträge praktisch in die Sozialversicherung zahlen muss. Die Komponente Sozialversicherung für Kranken- und Pflegeversicherung würde damit entfallen, weil sie im Grundeinkommen enthalten ist. Aber nicht nur der Arbeitnehmeranteil, sondern auch der Arbeitgeberanteil würde entfallen. Da der Arbeitgeberanteil entfällt, ist es naheliegend, dass dieser Arbeitgeberanteil das bisherige Bruttoeinkommen erhöht. Da das Bruttoeinkommen, also bei 4.000, erhöht sich dann das Bruttoeinkommen ungefähr um 400 Euro. Das bedeutet natürlich, dass auch die Steuerbasis größer wird. Also es wird letztendlich wird im Einzelnen der Arbeitgeberanteil zur Krankenversicherung zusätzlich überwiesen. Aus seinem gesamten Einkommen wird ein relativ hoher Steuersatz abgeführt. Er bekommt als Gegenleistung ein Grundeinkommen, in dem sowohl sein Nettogrundeinkommen wie auch die Krankenversicherung bereits enthalten ist. Darf ich
Der zweite Aspekt bei diesen Sozialversicherungsabgaben, neben der Kranken- und Pflegeversicherung gibt es noch die Arbeitslosen- und die Rentenversicherung. Das ist ja nichts anderes als ein Ansparen, also das Einkommen bezieht man nicht sofort, sondern man bezieht es erst im Rentenalter. Und die Idee heute ist ja auch, dass die Rentenversicherungsbeiträge selbst steuerfrei sind oder zunehmend steuerfrei werden und dafür die Rente besteuert wird. Und genauso wäre es hier auch. Das heißt, der Rentenversicherungsbeitrag würde letztendlich nicht besteuert werden, aber die Rente würde mit 52% oder 54% besteuert. Was erstmal hart klingt, aber beispielsweise ein Rentner, der eine bescheidene Rente von 800 Euro hätte, hätte bei 50% Steuer noch 400, aber er hätte ja 1000 oder 900 nochmal obendrauf. Also aus 800... Unten drunter. Immer unten oder drunter. Unten drunter. Aber es kommt, also 800 netto heute wäre dann 1400, oder vielmehr 800 brutto wäre 1400 netto. Netto wäre größer wie brutto. Bei allen oder fast allen Rentnern, weil die Rentner würden alle so niedrig liegen, dass sie letztendlich davon profitieren, auch wenn die Hälfte ihrer Rente einbehalten wird zur Finanzierung des BGE. Das BGE ist so hoch, dass das in den meisten Fällen, vielleicht bis auf Pensionen von Bundestagsabgeordneten und Ähnlichen, in allen anderen Fällen würde es das überkompensieren. Ganz kurz, darf ich noch kurz fragen, dass Sie auch sagen, 1 Million wäre das Steueraufkommen. Das mögliche Steueraufkommen. Ja, genau. Wenn ich sage, 1000 Euro kriegt jeder monatlich, dann bei 80 Millionen. Nicht 80. Bei allen Grundeinkommenkonzepten gibt es die Vorstellung, dass Kinder die Hälfte bekommen. Ja, gut. Aber dann sind die 1 Million dann in die Grundeinkommen aufgebraucht. Und was macht man denn mit den restlichen staatlichen Leistungen, die wir haben, wie Polizei, Straßenbau? Wird das dann privatisiert? Das war das nächste Bild, mal abwarten. Das ist hier eine ganz überschlägige Rechnung an der Stelle. Ja. Ja. Ich gehe nochmal auf das nächste. Zuerst mal der obere Block. Ich habe das durchgerechnet und eine Excel-Tabelle für Steuerklasse 1 und für Steuerklasse 3, sowohl für Excel wie für Open Office, also insgesamt 4 Tabellen, die man sich runterladen kann, je nachdem, was man davon mag. Auf dieser Webseite findet man es erklärt und auch von dieser Webseite kann man auch diese Excel-Tabelle runterladen. Wenn die Zeit reicht, würde ich sie nachher mal kurz nur zeigen. Diese Excel-Tabelle zeigt erstmal den Nachweis, dass es finanzierbar ist. Das sind aber 2 Parameter anpassbar, nämlich der Parameter Höhe des Grundeinkommens und Steuersatz. Und es sind noch weitere Parameter wie die Einsparungen, die kann man auch modifizieren. In dieser Tabelle kommt aber auch ein Vergleich vor, nämlich bei allen Gehältern oder allen Einkünften, muss man sagen, alle Einnahmen von 0 in Schritten von 200 Euro, von 0 bis 16.000 habe ich es berechnet. Die Tabelle, wie viel jemand bei einem bestimmten Einkommen heute netto behält. Und dem gegenüber gestellt ist, was bei demselben Einkommen mit eben dieser jeweiligen Konstellation von Steuersatz und Grundeinkommen jemand mit einem Grundeinkommen erhalten würde. Man kann also für jedes Einkommen überprüfen und man sieht auch, wo das Ganze kippt. Die grafische Auswertung, die zeige ich dazu sogar. Das nächste Bild, das bringt jetzt das mit der Steuer. Und zwar, ich habe hier einen Vergleich heute und wie es mit einem Grundeinkommen aussehen würde, nämlich die Einkommensverteilung. Das Volkseinkommen heute teilt sich so auf, brutto 2,26 Billionen, in 718 Milliarden Unternehmereinkommen und für Lohnabhängige, also für Erwerbstätige, ist ungefähr das Doppelte, 1,524 Billionen. Das ist brutto. Ich habe bis heute nicht feststellen können, wie viel von dem, was an Steuern bezahlt wird, Unternehmer zahlen an Einkommensteuer oder was aus selbstständiger Arbeit bezahlt wird und wie viel daraus. Deswegen fehlt hier das, was da drüben grün eingezeichnet ist. Es fehlt hier also der Anteil. Theoretisch wäre es möglich, dass fast alle Steuern, die gesamten 290 Milliarden von den aus Kapitaleinkünften erzielt werden. Es kann aber auch sein, dass der allergrößte Teil aus der Lohnsteuer kommt. Ich kenne die Aufteilung nicht, habe es deswegen rausgelassen und habe hier nur brutto eingezeichnet.
Von diesen 290 Milliarden lassen sich aber, wenn man ein BGE einführt, ungefähr, ich habe vorhin die Größenordnung gesagt, 170 Milliarden einsparen. Also dann bleiben noch 110 übrig und die sind hier ausgewiesen. Die Aufteilung des Volkseinkommens, also das heißt im Tortendiagramm, würde so aussehen, dass erst einmal dieser, also etwas mehr als die Hälfte, würde besteuert. Der grüne Bereich wird weiterhin als Staatseinnahme benötigt, der blaue wird verteilt. Heute ist es so, sowohl der rote wie gelbe Bereich, da hat ja jeder von uns entweder ein ganz kleines oder ein größeres Tortenstück. Das ist also sehr unterschiedlich. Mit dem Grundeinkommen sieht es so aus, dass dieses blaue Segment aus Tortenstücken besteht, die für jeden Bürger gleich sind. Und diese Teile, die bleiben in der Relation wie bisher. Das heißt, die Relation hier von dem Bereich zu dem ist die gleiche wie hier zu hier. Also dort, wo tatsächlich Unterschiede auftreten, diese Unterschiede bleiben, werden aber halbiert und bekommen als Sockel das BGE, was zu einer Einkommensnivellierung, zu einer weitgehenden Einkommensnivellierung führt. Das nächste Bild zeigt etwas, das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das ist eine generierte Grafik aus der Excel-Tabelle, in der ich angesetzt habe für 2015 einen Steuersatz von 52% und ein BGE von 1200, von dem natürlich 300 an die Krankenkasse gehen. Ich habe hier mal eingetragen, was heute, hier unten sind die Bruttoeinkommen pro Monat, also von 0 bis 16.000. Das Rote sind ist das Ist-Netto heute. Hier wird Netto dargestellt auf der Y-Achse unten, das entsprechende Bruttoeinkommen. Mit Rot ist angezeigt, was jemand bei einem bestimmten Einkommen netto heute erhält. Also bei 400 erhält er ungefähr 400, so sieht das aus. Und da ist also vom Brutto ist da abgezogen die Steuer und die Abgaben für Krankenversicherung. Ich muss deswegen die Abgaben für Krankenversicherung auch abziehen, weil die in dem BGE-Konzept auch mit drin stecken. Die Krankenversicherung steckt im BGE mit drin und deshalb muss die immer mit berücksichtigt werden. Jetzt sieht das Ganze so aus, dass es ungefähr, ich glaube, bei so 7.000 oder zwischen 7.000 und 8.000 kippt das Ganze. Es geht ja nur bis 16.000, es gibt Gehälter, die wesentlich höher sind. Geht bei VW-Vorständen geht es bis zu 1 Million. Was man in dem Bild sehen kann, zu finanzieren für ein BGE, ist nur das, was hier Differenz, also das, was hier blau als Überschuss oder als Mehrbedarf auftritt und hier rot hier als Überschuss. Dieser Ausgleich, diese Umverteilung, das ist was den Finanzierungsbedarf mit einem Grundeinkommen was denn ausmacht. Im nächsten Bild, auch aus der Tabelle generiert, sind die Kurven, die Steuerkurven. Wir haben vorhin bei der roten Kurve gesehen, die Effektivbesteuerung, die habe ich hier wieder rot. Rot ist das Ist. Hier ist zur Steuer dazu gezählt die Abgabe für Krankenversicherung. Und zwar für wie sie heute, das wird dann natürlich irgendwo flach, da gibt es einen Knick, weil es eine Beitragsbemessungsgrenze gibt. Und das führt auch dazu, dass von Anfang an schon Abgaben hier anfallen. Normalerweise, wenn man jetzt nur eine Steuerkurve hier zeichnen würde, würde die da unten anfangen, irgendwo bei 0. Ich muss sie aber hier mit reinnehmen, weil beim BGE eben auch die Krankenversicherung mit drin steckt. Das heißt, ich habe es auch so genannt, Abgabesatz, ist Abgaben, ist Netto. Netto also heißt Brutto ohne Steuer und ohne Krankenversicherung. Beim Grundeinkommen genau das gleiche, Netto mit BGE, Steuer mit BGE, also Abgaben mit BGE, dort ist ja in einem Topf, es gibt ja die nicht mehr separat, da ist nur die Steuer mit BGE und der Abgabesatz mit BGE. Die durchgezogenen Linien, die zeigen das Netto, das heißt, es fängt schon mal hier bei 900 Euro an, schneidet hier die rote Kurve, das heißt, bei hohen Einkommen verschlechtert sich die Situation, bleibt netto weniger übrig.
Die Steuerkurve fängt im negativen Bereich an, beim Grundeinkommen. Das ist, geht hier knapp über 2000 durch den Nullpunkt, also bedeutet hier, ab hier ist Steuer zu zahlen. Aber obwohl ab hier Steuer zu zahlen ist, ist bis dahin weniger Steuer zu zahlen, also in dem Bereich. Das ist der Unterschied. Das wächst zwar hier steiler, wenn es nicht steiler wachsen würde, würde es ja nie schneiden. Diese Kurve muss auf jeden Fall geschnitten werden. Und wenn Sie Lust haben, diese Excel-Tabelle sich runterzuladen, können Sie, wie gesagt, Steuersatz und BGE modifizieren. Und mit dieser Modifikation kommen dann auch all diese grafischen Darstellungen, die in der gleichen Tabellendatei sind, werden automatisch mit erzeugt. Wie gesagt, das ist jetzt für die Kurven, die ergeben sich bei diesen Beträgen. Das war, wie gesagt, der erste Punkt, was ein Grundeinkommen eigentlich ausmacht und auch warum es auch finanzierbar ist. Es ist letztendlich deshalb finanzierbar, weil es einfach, ganz analog zum Kindergeld, weil es Freibeträge und alle Arten von Steuerermäßigungen durch eine einheitliche Steuerrückzahlung pro Kopf ersetzt. Und weil das ja ein Ersetzen ist, ein Austausch, ist natürlich letztendlich bei bestimmten Steuersätzen und bei bestimmten Höhen von einem bedingungslosen Grundeinkommen ist immer die Finanzierbarkeit gegeben. Also man kann das immer in eine Balance bringen. Der nächste Punkt, Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und zukünftige Wertschöpfung. Also wer arbeitet da noch? Die Befürchtung ist, dass mit einem BGE viele Bürger auf Erwerbsarbeit verzichten. Das wird immer wieder unterstellt. Das wäre eben einfach eine menschliche Neigung, am liebsten nichts zu tun. Mit einem Bier vor dem Fernseher, RTL. Und das ist so ein bisschen in manchen Vorstellungen dieses Ideal. Also dass auf Erwerbsarbeit verzichtet wird. Wobei man sich natürlich auch die Frage stellen muss, ein existenzsicherndes Grundeinkommen heißt, die Existenz ist gesichert. Ich kann damit natürlich mit meiner Freizeit jetzt nicht so viel anfangen, wie ich vielleicht anfangen möchte, wenn ich so viel Freizeit habe. Also wenn das der Fall ist, dann würde das auch bedeuten, wenn viele Leute die Arbeit aufgeben, es wird weniger gearbeitet, es würde also eine geringere Wertschöpfung findet statt, es werden weniger Güter und Dienstleistungen produziert. Wenn weniger hergestellt wird, führt es zum Rückgang der Steuereinnahmen, aus denen das BGE zu finanzieren wäre und nun leider nicht mehr finanziert werden kann. Also die Rechnung wird in der Regel von den Kritikern aufgemacht, die sagen, die Veränderung am Arbeitsmarkt bewirkt, dass ein BGE letztendlich doch nicht finanzierbar ist. Oder auch Wertvernichtung. Ja, das will ich jetzt mal noch außen vor lassen. Aber die entscheidende Frage in dem Zusammenhang ist, wie viele werden denn auch ihre Erwerbsarbeit aufgeben? Offiziell haben wir heute ca. 3 Millionen Arbeitslose, das sind so ein bisschen weniger. Tatsächlich haben wir aber wahrscheinlich mehr als 4 Millionen, denn viele Leute haben es einfach aufgegeben oder finden sich mit 400-Euro-Jobs ab und Ähnlichem. Das heißt, die Arbeitslosenzahl könnte auch, wenn man's, also die Bereitschaft könnte auch bei 5 Millionen liegen. Nehmen wir mal mit diese 4 Millionen, man kann auch mit 3 Millionen rechnen. Wenn also mit einem BGE nun bis zu 4 Millionen oder bis zu 3 Millionen auf Erwerbsarbeit verzichten, dann würde sich mal auf den ersten Blick gar nichts ändern. Denn wir haben ja heute auch so viele Arbeitslose. Wir tauschen ja nur die Leute aus. Das heißt, diejenigen, die nicht mehr arbeiten, die aus dem Arbeitsprozess ausscheiden, für die gibt es ja Leute, die heute arbeitslos gemeldet sind. Arbeitslos gemeldet heißt, sie suchen Arbeit, sie möchten arbeiten. Manchmal wird ja unterstellt, sie wollen nicht arbeiten. Das kann man aber heute nicht feststellen. Mit einem BGE kann man es feststellen, weil er sich ja nicht mehr melden muss als Arbeitsloser. Also es sieht erstmal so aus, als würden jetzt nur in dem Segment, in dem diese 3 oder 4 Millionen Arbeitslose sind, als würden da eigentlich nur die Leute ausgetauscht. Ist aber nicht der Fall. Es ist noch was ganz anderes kommt dazu. Es ist mehr. Arbeitsunwillige, also Leute, die gar nicht arbeiten wollen. Das sind die, die auch sagen, mit dem Grundeinkommen arbeite ich nicht mehr.
also die jetzt mal angesprochen. Bin ich nicht mehr erwerbstätig. Nicht mehr erwerbstätig. Ja, das ist was anderes als arbeite ich, genau. Gut, aber ich möchte nicht mehr arbeiten. Ich habe ja genug und wenn die anderen für mich arbeiten, ist das ja ganz toll. Sie werden, gehen wir mal davon aus, Sie kündigen und Ihre Arbeitsstellen werden frei für diejenigen, die heute eine Erwerbsarbeit suchen. Und das ist wirklich hart für viele, die Arbeit suchen, seit Jahren suchen, auch Langzeitarbeitslose und keine finden. Das führt jetzt zu einer Win-Win-Win-Situation, also zu insgesamt drei Gewinnern. Der erste Gewinner ist der Erwerbslose, der einen Job findet, eine Beschäftigung und ein Einkommen und zusätzlich auch noch das BGE hat. Also ist schon mal ein Vorteil. Der zweite, der einen Vorteil hat, ist der Arbeitgeber. Er gewinnt einen motivierten Mitarbeiter und muss einen arbeitsunwilligen Beschäftigten, der vielleicht auch nur Dienst nach Vorschrift macht und ähnliches, und mit Unbefriedigung muss er nicht mehr bezahlen. Und der dritte, der Gewinner, ist natürlich der, der gar nicht arbeiten will. Er wird von dem Zwang, eine Arbeit zu leisten, oder von dem Zwang, eine zu simulieren, befreit. Gibt gar keine Nachteile, also so scheinbar in dieser Welt. Geht natürlich davon aus, von dieser Unterstellung, ich selbst bin nicht davon überzeugt, dass die Leute nicht arbeiten wollen, dass es eine nennenswerte Zahl ist, aber für die Kritiker, und bei der Bodenzeitung habe ich das auch schon angesprochen, wenn jemand auf die Zeile gelegt hat, ich werde da nichts mehr tun, dann habe ich mal jemanden gefragt oder verschiedentlich schon gefragt, was denn sein Arbeitgeber davon hält, wenn jemand aufhört, der eigentlich gar nicht arbeiten will. Ob das nicht eher für das Unternehmen ein Vorteil ist. Also für ihn natürlich sowieso, weil er hat ja ein Grundeinkommen, muss nicht mehr arbeiten. Das ist das eine. Volkswirtschaftlich wie betriebswirtschaftlich wird dadurch natürlich die Produktivität und Wertschöpfung steigen, ohne dass mehr Menschen beschäftigt sind. Also wenn man das einfach mal von diesem Argument Faulheit ausgeht und soziale Hängematte und so weiter. Es ist natürlich nicht nur so, sondern es gibt auch einen echten Grund, Arbeit sein zu lassen. Und auf den gehe ich jetzt ein, das ist der Interessante. Skeptiker mögen nun unterstellen, dass mit dem BGE weitaus mehr Bürger die Erwerbsarbeit aufgeben als nur 4 Millionen oder viele andere in größerem Umfang auch die Arbeitszeit reduzieren. Andere hingegen, das ist die Anschauung dagegen, sehen in der Arbeit weit mehr als die Notwendigkeit, den Lebensunterhalt zu bestreiten, sondern auch die Möglichkeit der Selbstverwirklichung, der sozialen Anerkennung und gesellschaftlichen Teilhabe. Bei beiden Meinungen handelt es sich aber nicht um nachgewiesene Erkenntnisse, also irgendwelche Forschungsergebnisse, wo man sagen kann, das ist eindeutig belegt, sondern es handelt sich um persönliche Glaubensüberzeugungen, die auf unterschiedliche, ganz individuell begründete Menschenbilder zurückzuführen sind. Je nachdem, was ich persönlich an Erfahrung habe, was ich von mir halte, wie ich mich einschätze, wie ich meine Umgebung einschätze, gibt es das eine oder andere Menschenbild. Auf dieser ideologischen Ebene ist aber ein Austausch von Argumenten sinnlos. Also diese zwei Positionen, die können ewig miteinander reden, da geht es einfach um Prognosen, das wird so sein oder wird so sein, ist nicht feststellbar. In beiden Fällen, ja, habe ich es ja gesagt, nur durch ein konkretes Experiment kann man also feststellen, wie sich die Menschen mit einem Grundeinkommen tatsächlich verhalten werden. Dabei hat möglicherweise die Höhe des BGE einen entscheidenden Einfluss darauf, wie viele sich dem einen oder anderen Menschenbild entsprechend verhalten werden. Da aber nur ein bedingungsloses Grundeinkommen in der endgültigen Höhe, also existenzsichernd, endgültige Höhe, auch nicht über Nacht eingeführt werden kann, sondern nur in vielen kleinen Schritten, bietet sich zur Klärung dieser Fragen folgende Vorgehensweise an. Erstens, im ersten Schritt wird das BGE in einer Höhe ausbezahlt, bei der Einigkeit unter Befürwortern wie Kritikern besteht, dass mit diesem Betrag niemand seine Erwerbsarbeit aufgeben oder nennenswert reduzieren wird. Das könnten beispielsweise die 400 Euro des heutigen ALG II sein, plus natürlich den Krankenversicherungsbeitrag. Aber netto hätte jemand dann 400 mehr und wir haben heute eine bestimmte Arbeitslosenzahl und es gibt niemanden, der wegen diesem für dieses Arbeitslosengeld heute seine Arbeit aufgibt. Das ist wohl einig. Danach erhöht man jährlich dieses monatliche Grundeinkommen zum Beispiel um 50 Euro. Jedes Jahr. Nach 10 Jahren hätte man 500 Euro mehr natürlich. Klar, wenn das so weiterläuft. Sobald nun die Arbeitslosigkeit beseitigt, also Vollbeschäftigung erreicht ist,
wird das BGE nicht mehr weiter erhöht. Wer seinen Lebensunterhalt nämlich ausschließlich aus dem Grundeinkommen bestreiten will, wird sich nicht mehr als arbeitslos registrieren lassen. Es gibt ja keine Notwendigkeit, weil das Grundeinkommen bekommt er auch, wenn er sich nicht arbeitslos meldet. Heute muss er sich arbeitslos melden, damit er ALG II bekommt, auch wenn er gar nicht arbeiten will. Das braucht er nicht. Eine zweite Möglichkeit wäre, die jährliche BGE-Erhöhung könnte man auch stoppen, sobald die volkswirtschaftliche Wertschöpfung, also die Produktion von Gütern und Leistungen abnimmt, weil einfach die Arbeitsbereitschaft zurückgeht. Bei dieser Vorgehensweise, wenn man so vorgeht, erübrigt sich letztendlich jede Diskussion um Arbeitsbereitschaft und die zur BGE-Finanzierung erforderliche Wertschöpfung. Also man kann diese Frage ganz einfach experimentell klären. Man muss nicht irgendwelche Untersuchungen oder Prognosen oder sonst was anstellen. Auch Streitgespräche darüber, wie viele Leute noch arbeiten, sind eigentlich überflüssig, wenn man sich so an die Sache annähert. Für den Fall, dass sehr früh viele Leute ausscheiden, weil ihnen das reicht, ist ja auch zufriedenstellend, dann heißt das, dass auch ein niedrigeres Grundeinkommen schon eine ordentliche Basis für eine Existenz sein könnten. Ich selbst bin da nicht davon überzeugt. Ich kann mir eher vorstellen, dass man da auch über 1300 oder 1400 Euro rausschießt bei diesem Prinzip, weil die Wertschöpfung nämlich immer noch zunimmt. Aber es würde nicht durch Prognosen und Ansichten bestimmt, sondern einfach durch den Versuch. Zu dem Aspekt, wann wird jemand seine Erwerbsarbeit aufgeben? Die Unterstellung ist, der Mensch ist von Natur aus faul oder versucht mit möglichst wenig Aufwand durchzukommen, möglichst wenig umsonst mitzunehmen und wird sich deshalb aus dem Erwerbsleben, sobald er irgendwie nur kann, würde das sein lassen. Das liest man oft, gerade in Kommentaren zum BGE und ähnliches, meine Auffassung ist es nicht. Aber es gibt einen sehr vernünftigen Grund, um Erwerbsarbeit aufzugeben. Und das ist wiederum ein interessanter Aspekt. Und zwar der vernünftige Grund, warum man eben seine Arbeit aufgibt und sich lieber nur mit dem BGE zufriedenstellt, ist der, sind schlechte Arbeitsbedingungen zusammen mit schlechter Entlohnung. Dabei stellt sich natürlich die Frage, ob eine betreffende Arbeit, die man heute macht, ob die überhaupt gemacht werden muss. Wenn eine Arbeit verzichtbar ist, und das gibt es wahrscheinlich auch, also Arbeit, die gar nicht notwendig ist, warum soll man die nicht einfach sein lassen? Also es ist nicht schade darum, wenn Arbeit verschwindet, die letztendlich keine echten Werte schafft, die nicht notwendig ist, die nur gemacht wird, damit man jemand einen Lebensunterhalt erzielt. Ich habe von jungen Leuten schon gehört, wenn man heute irgendwo also sich selbstständig machen will und ähnliche Dinge, man muss neue Bedürfnisse schaffen, denn es gibt letztendlich schon alles und Marketing wäre so wichtig, um den Leuten beizubringen, was sie noch alles brauchen, nur damit ich ein Einkommen erzielen kann, damit ich jemand was verkaufen kann, ein Einkommen erzielen kann. Also diese Auffassung gibt es teilweise auch schon, dass wir letztendlich genug Güter produzieren und schon genug haben und einiges an Arbeit auch sinnlos ist oder sinnlos sein kann. Jetzt gibt es aber natürlich jede Menge Arbeit, die unverzichtbar ist. Und wenn die unverzichtbar ist, dann wird sie auch erledigt und auch mit einem BGE. Da ist die Aussage, wer arbeitet dann noch, nicht relevant. Es ist nämlich so, dass jede Arbeit erledigt wird bei angemessener Entlohnung. Das heißt, auch das, was sogenannte Drecksarbeit ist, wenn sie nicht mehr gemacht werden muss, wenn ich niemanden mehr dazu zwingen kann, ist es letztendlich eine Frage des Preises. Das heißt, man kann mit dem der Preis, also der Lohn für eine Arbeit ist ja theoretisch nach oben offen. Und ist davon auszugehen, dass für jede Arbeit sich bei einem bestimmten Lohn jemand findet, der diese Arbeit ausführt. Ich bringe jetzt mal einfach mal ein Beispiel, vielleicht, ich weiß nicht, ob es realistisch ist, mal in wie notwendige Arbeit in unserer direkten Umgebung in München, wie das aussehen könnte. Busfahrer beispielsweise, habe ich mal gehört, die sind nicht üppig bezahlt. Also das ist so irgendwo ein bisschen grenzwertig und die Arbeitsbedingungen sind auch nicht toll. Man arbeitet die halbe Nacht auch und ähnliches. Jetzt könnte natürlich jemand sagen, also eine größere Anzahl von Leuten, die in München von MVV Bus fahren, mit einem BGE haben wir es nicht mehr nötig, zu den Bedingungen zu arbeiten. Wir stellen die Arbeit ein.
das Problem lässt sich dadurch lösen, indem man das Angebot, also die Entlohnung, so weit aufstockt, dass sich ausreichend Leute überlegen, doch diese Arbeit zu machen, oder für diejenigen, die in jedem Fall ausscheiden, sich Leute finden, die sagen, für diesen Preis auch bei Neueinstellung. Also allein über den Preis kann ich das regeln, dass diese Leistung erbracht wird. Wenn jetzt der Münchner Stadtrat auf die Idee käme, wir lassen uns nicht erpressen von denen, und dann bleibt ihm ja nur die Möglichkeit, letztendlich diese Leistung einzustellen. Es ist ein Beispiel. Wenn der Stadtrat sich entschließt, mehrheitlich diese Leistung einzustellen, heißt es, wir gehen alle Wege zu Fuß, wie wir bisher mit dem MVV gemacht haben, letztendlich. Ein paar Stunden brauchen wir schon, um da in die Stadt zu kommen. Zuerst mal kommen die meisten auf eine Idee, privaten PKW oder Taxi, aber wer mal so einen S-Bahn-Ausfall erlebt hat, weiß, dass man an den Tagen zu Fuß schneller ist als mit dem Auto. Also so ein Stadtrat, der wäre nur noch wenige Tage wahrscheinlich im Amt und müsste sich auch nicht mehr zur Neuwahl stellen. Bei Privatunternehmen wäre es noch heftiger. Ein Privatunternehmen, das einfach prinzipiell eine Leistung nicht mehr erbringt, weil seine Leute die Leistung nicht erbringen wollen, steht letztendlich nach einer gewissen Zeit vor dem Konkurs. Der Konkurs heute für ein Unternehmen ist natürlich eine bedrohliche Situation für alle Angestellten. Mit einem BGE ist das nicht mehr. Also nicht mehr so. Es wird kalkulierbar. Ja. Das heißt, letztendlich stärkt das bedingungslose Grundeinkommen die Verhandlungsposition der Arbeitnehmer ganz erheblich und führt besonders im Niedriglohnbereich, also überall, wo schlechte Arbeitsbedingungen herrschen oder schlechte Entlohnung, führt es dazu, dass die Arbeitsbedingungen geändert werden und oder die Entlohnung. Vor allem die Höhe der Entlohnung ist aber Ausdruck der Wertschätzung für eine Arbeit. Und insofern kann man wohl sagen, dass die Wertschätzung für Arbeit durch ein Grundeinkommen zwangsläufig zunimmt. Der letzte Punkt, die Zukunft des Sozialstaats, entfallen mit einem BGE Sozialleistungen. Da gibt es eine ganze Reihe von Kritikern, die unterstellen, dass mit der Einführung eines Grundeinkommens viele, wenn nicht alle Sozialleistungen gestrichen werden. Dies sei notwendig, um das BGE zu finanzieren. Leider gibt es auch ökonomisch kompetenzfreie und unbedarfte BGE-Befürworter, die solches äußern. Ja, die sogar gesetzliche Rentenansprüche zur Disposition stellen. Also das kann man tatsächlich finden. Es gibt auch im Internet genug Aussagen, wo drin steht, ja, mit dem BGE, da werden die Renten dagegen verrechnet. Im Internet und in sozialen Netzwerken gibt es aber leider keine Möglichkeiten, Unsinn und Schwachsinn zu unterbinden, und da taucht halt vieles auf von der Art. Tatsächlich aber gilt, es gibt überhaupt gar keinen Grund, mit Einführung des Grundeinkommens auch nur eine einzige Sozialleistung abzuschaffen. Natürlich entfallen trotzdem fast alle staatlichen Ausgaben für Sozialleistungen, da diese zukünftig genauso wie bisher Bedürftigkeit als Voraussetzung für einen Anspruch haben. Mit einem BGE von 1.000 Euro netto beispielsweise kann aber wohl weder ein ALG II noch Grundsicherung im Alter gewährt werden. Ein geringer Zuschuss, Mietzuschuss, vielleicht nur in wenigen Ballungsgebieten, also in München. Aber das sind wirklich marginale Zahlen. Das sind keine 40 Milliarden mehr, sondern das sind vielleicht noch 4 Millionen oder irgendwas in der Größenordnung. Also das heißt, die Sozialleistungen werden fast vollständig eingespart. Es entfällt also nicht das Recht auf Sozialleistungen, sondern mit der Beseitigung von Armut entfallen fast alle Ansprüche. Man kann jetzt sagen, in München beispielsweise braucht jemand einmal die 400 Euro ALG II, dann braucht er schon mal für die Wohnung, die kostet vielleicht 550, wird da bezuschusst. Oder in München, ja. Bis jetzt. Ja, wie viel wird heute bezahlt vom Jobcenter? Ja. 500, ja. Oder 520. Nein, nehmen wir mal 550. Dann sind wir bei 950. Das heißt, bei einem Grundeinkommen von 900 würde immer noch ein Anspruch auf 50 Euro bestehen. Nur wenn das jetzt nicht eine Einzelperson ist, sondern ein Paar, dann hat dieses Paar ja das doppelte Grundeinkommen. Oder wenn es eine Alleinerziehende ist, da kommt der Kindergrundeinkommen dazu. Das heißt, diese Situation, die tritt vermutlich nur in München auf.
nur für minimale Beträge, also einen ganz geringen Überhang und nur für relativ wenig Personen. Also auch da, Bedarfsgemeinschaften sind da auch außen vor. Aber die Folge ist natürlich, für ALG II oder Grundsicherung im Alter wird natürlich kaum mehr Geld ausgegeben. Trotzdem muss keiner dieser Ansprüche muss beseitigt werden. Das heißt, das Recht, einen Antrag zu stellen, das bleibt vollkommen bestehen. Die Regeln, nach denen so ein Antrag angenommen wird, also dass er wirklich bezuschusst wird, die Regeln bleiben die gleichen wie heute. Wenn heute jemand der ALG II oder Grundsicherung im Alter beantragt und er hat ein Einkommen von netto 1.000 Euro, dann wird er nicht mehr sehr viel bekommen. In der Regel gar nichts, aber vielleicht auch noch einen zweistelligen Betrag unter Umständen. Das heißt, die Einsparungen im Sozialbereich sind ganz erheblich. Die Sozialleistungen werden überhaupt nicht eingeschränkt. Und sollten sich Sozialleistungen irgendwo kumulieren, weil Behinderung und Ähnliches, dann hat das alles darauf überhaupt, es hat keinen Einfluss. Das heißt, es ist überhaupt nicht notwendig, irgendeine Sozialleistung zu streichen für das Grundeinkommen. Die Einsparungen ergeben sich nur dadurch, dass mit Beseitigung von Armut einfach die Anspruchsvoraussetzungen entfallen. Das nächste, absolut daneben, ist also die Forderung, gesetzliche Rentenansprüche mit dem BGE zu verrechnen. Rentenansprüche sind ganz einfach Vermögensansprüche. Nicht alle haben eine Altersversorgung auf gesetzliche Rente aufgebaut, manche auf Privatrenten, manche auf Immobilien oder auf Aktien und so weiter. Und wenn man an die Altersversorgung wollte, müsste man all das kassieren. Das heißt, man müsste auch Unternehmen enteignen, man müsste Häuser enteignen, alles, was der Alterssicherung dient, ist also, oder auch private die Rentenversicherung selbst kann überhaupt nicht angetastet werden durch ein Grundeinkommen und es gibt auch keinen Sinn. Denn der Rentner wird, dass die Rente als Einkommen bezieht, auch diesen hohen Steuersatz zahlen, also etwas über 50% vermutlich oder bei 50%. Er erhält aber dafür wieder das Grundeinkommen. Und wie ich vorhin schon mal gesagt habe, in dem ganzen Bereich niedriger Renten, also alles, was irgendwo unter 2.000 Euro Rente ist, läuft das auf einen positiven Saldo raus. Denn von der heutigen Rente geht teilweise ja auch Sozialversicherung, also für Krankenkasse, etwas weg. Und das ist ja hier auch schon wieder im Grundeinkommen mit enthalten. Das zu diesen vier Kritikpunkten. Ich bin jetzt ungefähr bei einer Stunde. Was ich gerne noch vielleicht bringen würde, wäre ein Bild, wie es praktisch aussieht. Ja. Eine Zwischenfrage stellen, wenn es darum geht, dass das Recht erhalten bleibt, ja. Dann muss ja diese Berechtigung irgendwie nachgewiesen werden. Wie steht das gegenüber dem Bedingungslos, wenn das Recht nachgewiesen werden muss? Ja, nur für ALG II und für Grundsicherung und muss nachgewiesen werden, Bedürftigkeit. Da gibt es Formulare, soviel ich weiß, und da muss man auch eintragen, was man an Einkünfte hat. Da kann man dann das Grundeinkommen schon vordrucken in dem Formular. Wenn man will. Das heißt, es werden kleine Restansprüche bleiben. Es bleiben zum Beispiel Restansprüche, weil Leute, die zu uns kommen, irgendwo jetzt aus arabischen Ländern sonst wo, die bekommen das Grundeinkommen vermutlich nicht in der ersten Woche, vielleicht auch nicht im ersten Jahr. Die bekommen dann irgendwas anderes, vielleicht, also das sind andere Sozialleistungen. Das muss natürlich geregelt werden, ab wann, nach welchem Zeitraum, mit welchen Bedingungen, wann bekomme ich ein Grundeinkommen. Und solange ich das nicht bekomme, bekomme ich natürlich die Sozialleistungen. Also die Sozialleistungen, die Ansprüche darauf bleiben erhalten, mit der ganz kleinen Einschränkung, es steht im Formular drin, ich habe 1.000 Euro Einkommen oder 900. Aber dieser Unterschied ist natürlich ganz gravierend. Nicht für den Einzelfall, sondern für die Masse. Ja? Ich habe eine Frage zu diesem Bereich Sozialleistungen. Wenn dieser riesen Behördenapparat nicht drastisch reduziert wird, und ich schätze mal überschlägig, dass wir da 300.000 Leute beschäftigen, die nur mit den Antrags. Beim Jobcenter sind 60.000. Das ist, was ich vorhin gemeint habe, es gibt überflüssige Arbeit. Also bundesweit geredet. Also wenn man die nicht wegkriegt auf die Weise mit diesem Grundeinkommen, dann macht für mich das wenig Sinn. Weil ich kann nicht
für 50 Vorwahlzuschuss den gleichen Beamtenapparat aufrechterhalten. Das ist sinnlos. Ja. Ich sage, die Einsparungen sind, ich habe in meiner Tabelle das mal so zusammengefasst, Einsparungen, wie ich ausfindig machen konnte, das geht in die Größenordnung 170 Milliarden. Denn ein ganz großer Anteil von diesen Einsparungen, gut die Hälfte, sind Zuschüsse an die Rentenversicherung und Zuschüsse an die, an die Krankenkasse, die mit dem Grundeinkommen natürlich überflüssig werden. Denn natürlich kann ich die Renten dann so anpassen, dass keine Zuschüsse mehr notwendig sind. Und wenn die Renten angepasst werden in diese Richtung, heißt es, die sind noch niedriger wie heute. Aber auch niedrige Renten sind harmlos. Als Beispiel, 700 Euro Rente würde ja bei 1000 Euro Grundeinkommen, oder wenn man mal vorsichtig ist, bei 900 netto, würde bedeuten 350 plus 900 sind 1250. Also letztendlich. Das heißt, auch wenn ich an den heutigen Renten etwas noch kürze, sie werden ja hoch versteuert, das heißt, die Kürzungen kriege ich ja nur zur Hälfte mit. Und insofern sind gewaltige Einsparungen möglich. Die Zuschüsse an die Rentenversicherung liegen bei ungefähr 80 Milliarden. Also das ist schon die Hälfte von diesen Einsparungen insgesamt, die möglich sind. Wer genau wissen will, welche Einsparungen das sind, die Webseite, die ich vorhin gezeigt habe, da finden Sie die Tabellen, und in der Tabelle stehen mal Einsparungen aufgelistet. Es stehen auch steht noch ein Hinweis, dass es noch weitaus mehr gibt. Zum Beispiel Agrarsubventionen braucht man auch nicht mehr, denn auch Landwirte oder Nebenerwerbslandwirte und so weiter können mit zwei Grundeinkommen viel besser über die Runden kommen. Schaden wird es nur den Agrargroßbetrieben, die alles mechanisiert haben. Also im ganzen Subventionsbereich, überall wo heute Subventionen bezahlt. Kurzarbeitergeld ist nicht notwendig. Es ist auch nicht mehr notwendig, dass Gewerkschaftsbeiträge so hoch sind. Also ich brauche keine Streikkasse mehr, sondern ich brauche nur noch einen Mitgliedsbeitrag in der Gewerkschaft, um die Organisation aufrechtzuerhalten und also funktionsfähig zu halten. Eine Streikkasse erübrigt sich weitgehend, wenn ich ein Grundeinkommen habe, denn ich bin unbegrenzt streikfähig und alle können mitstreiken, auch wer nicht in der Gewerkschaft ist. Also die Macht der Arbeitnehmer nimmt da in der Hinsicht ganz gewaltig zu. Ich habe noch ein Bild, das ich jetzt mal abhängig von der Zeit nur zeigen wollte, nämlich wie es konkret aussehen würde, konkret auf eine Person. Eine Person erhält heute, dieser Teil, das ist also der linke Teil ist heute, die Person erhält ein Bruttoeinkommen von 4.000 Euro. Der Arbeitgeber zahlt da zusätzlich noch an die Rentenversicherung seinen Arbeitgeberanteil von 434 und er zahlt an die Krankenversicherung, noch Kranken- und Pflegeversicherung 339. Von den 4.000 muss natürlich der Arbeitnehmer hier wieder die 434 abführen, 383 an die Krankenkasse und 768 ans Finanzamt. Das ist, was er heute machen muss. Mit diesem Grundeinkommenmodell wäre folgendes. Der Betrag fällt ja weg hier. Also erhöht sich letztendlich die 4.000 auf 4.339. Das wird das neue Brutto. Das da drüben bleibt gleich. Hat mit BGE nichts zu tun. Nur die Krankenversicherung ist hier gestrichen. Die ist deswegen gestrichen, weil sie vom Finanzamt kommt. Hier, der Betrag. Das können auch 400 sein. Also ich habe mal nur hier 300 eingesetzt. Jetzt rechnet sich hier Folgendes. Bruttoeinkommen werden, um die Steuer zu berechnen, wird erstmal das abgezogen, was in die Rentenversicherung geht vom Arbeitnehmer. Denn das zahlt er ja später, bekommt er es als Rente und darauf zahlt er Steuern. Also es gibt keinen Sinn, auf den Beitrag Steuern zu zahlen und auf die Rente. Es wird entweder auf den Beitrag oder auf die Rente. Und heute ist die Tendenz, dass man auf die Rente Steuern zahlt und nicht auf den Beitrag. Also wird das erstmal abgezogen, dann bleiben 3.905 übrig. Davon 52% sind 2031, genau ausgerechnet. Das ist das, was er an Steuern zahlt. Zurück bekommt er 900, das BGE ist insgesamt 1200. Also das Finanzamt überweist hier 900 und dann die Krankenversicherung 300. Wenn hier 400 überwiesen wird, dann wären hier 800. Jetzt kommt eine Zahl dazu, das ist bei 4.000. Netto bleiben ihm hier 2.415,
hier 2774. Es sind letztendlich die gleichen Zahlen und das Ganze ist nachrechenbar, würde so aussehen. Das würde auch noch bei 5.000 und 6.000 positiv aussehen für den, bei 7.000 und 8.000 nicht mehr. Da kippt das Ganze, da würde sich das Verhältnis umdrehen.